Oh no! Bastion! Lost hat erneut zu, aber schön, dass sie in dieser Zwischensekunde zeigen, dass einfach die Dinger nicht texturiert haben und so. Wie das, what the fuck? Was ist mit der Kamera los? Das ist gar nicht gut. Wenn Koloss weiter so wütet, könnte er den Reaktor beschädigen. Dann kommt es zu einer riesigen Explosion. Und ganz Mensch, warum wird es den Staub zerfallen? What? Ja, bitte, da müssen wir ihn schnell aufhalten gehen. Koloss besitzt eine optische Tarnfähigkeit. Deshalb war er auf dem Monitor nicht zu sehen. Aber dem elektrischen Muster nach Zutaten befindet er sich auf dem Dach. Auf dem Dach, da müssen wir mit dem Aufzug hin. Los Leute, gehen wir. Auf zum Dach. Ach mal, es sind auch plötzlich Leute hier. Die ganz gechillt sind. Alles klar, alle chillen sie hier. Blimey! Ist nicht wahr, oder? Well. Unfassbar. Mist, damit wäre der Aufzug gestrichen. Aber wie sollen wir jetzt aufs Dach kommen? Immer wenn es schnell gehen muss. Beruhigt euch. Nicht den Kopf verlieren. Wir werden schon eine Lösung finden. Aha. Ich weiß da etwas. Wenn wir große Energie durch die Hochdruckleitung des Reaktors fließen lassen, um eine Kraftfeld zu erzeugen, das großes Gewicht widerstehen kann. Energie in den Reaktor, das würde zu konservativen Reaktionen gemäß Muster G führen. Natürlich, also könnten wir theoretisch für kurzzeitig Strahlen materialisieren. Das bedeutet, dass wir uns eine Treppe bis aufs Dach bauen können. Was? So eine geniale Theorie kann ich. Dann sollte nur einem genialen Ingenieur einfallen. Aber diese Methode ist. Ja, ich weiß schon. Man musste sich seine Trio auch beweisen können. What the fuck, ey? Attention, all team members! I need you to channel all available power into the reactor's high pressure inlets right now! But President Vector. They weren't designed to take that kind of punishment. And you know what that means better than anybody. The reactor will go critical and the core will fuse. In other words, we'll wind up with the world's most expensive hunk of junk. You sure about this, Zip? She's your baby. It's that or risk the lives of every person in this country. You think I'd hesitate for even one second? I'm the executive director of this company and the leader of this nation. Nothing is more important than my people. So flood the damn tubes! That's an order! Yes, sir. For Broadleaf. Ist ja logisch, dass er jetzt zur Treppe erscheint. What the fuck? Super, jetzt können wir nach oben gehen. Der Reaktor erreicht den kritischen Punkt. Sämtliche Energie wurde in die Hochdruckleitung umgeleitet. Alright. Gut gemacht, ihr sollt jetzt auch sofort von hier verschwinden. Evakuiert die Bevölkerung an einen sicheren Ort. Aber der Reaktor ist in einem sehr instabilen Zustand. Wir sollten jetzt nicht von hier weg. Hey. Was glaubst du eigentlich, wen du hier vor dir hast? Ich werde die Kontrolle über den Reaktor selbst in die Hand nehmen. Aber Herr Direktor, Sie können doch nicht ganz allein. Ha! Natürlich kann ich das. Schließlich ist das meine Erfindung. Sie meinen es ernst, oder? Verstanden. Dann werde ich für die sichere Evakuierung der Angestellten der Bürger sorgen. Passen Sie auf sich auf.
Das ist ihm einfach alles so verziehen ab, plötzlich. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass der Reaktor sich wieder stabilisiert. Schon beim geringen Fehler wird er explodieren. Aber bei meinen Operationsfähigkeiten sind da jegliche Fehler ausgeschlossen. Sorgt ihr bitte dafür, dass Colossus sich wieder beruhigt. Verstanden. Los Leute, schnell nach oben. Auf. Ja. Aufs Dach bitte. Da leider kürzlich eingeschnitten und kann nicht mehr beherrscht werden. Schöner Roboter. Cooler Roboter. So, okay, dann los. Schauen wir mal, was hier abgeht. He's gotta be around here somewhere. Aus Colossus. Oh. Da ist er doch. Ach, er hat jetzt den Dämonenhauch, oder was? Na gut, auf geht's. Koloss, Bollwerk von einem Wächter. Na gut. Alles klar. Immer schön auf die Schuhe stellen. Oh, also, was ist das? Ja. Ach, da kann er auch gehen, so. Ja. Will mich einsaugen, Hilfe! Hilfe! Aua! Mach du mal da. Zack. Rett deinen Fuß. So, was kommt jetzt? Ich schlage einfach mal während des Elias. Wir können einfach drauf. Okay. Ich muss alle abballern oder was? Ui! Komm mal, wenn ein Wächter Knuffi. Wo ist er? All together now! Wo ist der Wächter Knuffi? So. So. Warte da, da, wir wollen reden, da. Skill dafür. Alles klar, alles. Oh, wieso hier ein Wegfaller hier? Oh, shit. Ich weiß, wie da die geguckt haben, ne? Was macht er jetzt? Also, ja. Ja. Zack. Also, nur viel zu holen hier. Zack. Ja. Hab schon, andere. Ah, ist das schon oder was? Echt, das war's? Wow. Da war ja gar nicht nervig, aber einfach. I think it's. Not so fast. Ich hab mir schon gedacht, so. Kann ja schon alles gewesen sein, oder? Wirklich ist los, okay. Dann wäre ich geil. Jetzt kommt wahrscheinlich der nervige Part. Okay, kassieren so Schaden. Wo greifen wir an? Das ist alles wirkungslos. Ah, nein, das war nicht so geplant. Das wird nichts, rennt um euer Leben. Wächter und Könige zuerst. Nein. Evan! Evan? I understand now. A leader must be willing to give his life to protect his people. That's what Zip is planning to do. But I'm not going to let him.
Not now. I won't run away. Not again. Not ever. Evan? Oh, flipping Eggman, I am buzzing. Here goes nothing. Es ist Shenlong. Shenlong. Er ist so wirklich. Lofty! Is it. Is it really you? Amazing! You're amazing! Bastion doesn't stand a chance! Go on, Lofty! Show us your true power! Hey! Okay. Alles wirkungslos. Aha. Oh lol. Ich komme nicht hoch. Ah. Jetzt können wir hoch. Zack, zack. Und dann gefallen. Ah, kriege ich direkt eine neue Treppe. Sehr schön. Wir müssen auf seinen Kopf kommen. So. Ich fall schon wieder runter, Mann! Unglaublich. Ich will einfach nur hier hoch. Jump, jump, jump. Wir gehen einfach mal hier. Aua! Oh, come on. Er wird schwächer. Sehr schön. Ich muss mich hier irgendwie durchkämpfen, ne? Zack, zack. Mann! Ficken! Arschloch. Was ist das für nervig? Das ist irgendwie so cool an sich, aber... Hinweg. Ich falle automatisch runter. Ich kann da nichts mehr machen. Wie soll ich denn da ran langkommen? Hä? Ups. Ja. Danke. Kann ich blocken? Kann so oder so. Okay. Ja, komm auch hin. Danke. Jetzt, wenn ich blocke. Oh, wenn ich blocke. Und das ist durch, okay. Sehr schön. So, so. Er ist einfach runtergerollt, alles klar. Er ist einfach runter. Ich drück nichts, mach den hier, aber er rollt einfach. Alles klar. Ja. Was machen wir mal? Ach, da ist die Treppe. Boah, wie nervig. Nervig das ist, ey. Jetzt verstehe ich, warum die Leute es nervig finden. So. Ach, habe ich jetzt eine Quickslot freigeschaltet, sozusagen. Mir ja sagen können, dass die Dinger kaputt gehen, ne? Hallo, ich laufe mal hier vorbei. Wir sind eh noch miteinander beschäftigt, gut. Na, wenigstens hast du hier nach der Hälfte so einen Quickslot. Das ist echt ultra nervig. So. Er fällt schon wieder runter. Er will sich doch verarschen, Evan. Ich drück nicht mal in die Richtung und du springst einfach dahin. Weil du deinen scheiß Zauber machst. Anstatt das einfach. Ja, kann ich einfach stehen bleiben und zaubern? Keine Ahnung, aber er macht's nicht.
So, ich muss hier weiter durch. Endlich. Boah. Und erledigt. Endlich, hoffentlich. Blöder Kolossus. Kremi ist auch komplett im Arsch. Hä? Ah, you're kidding! And there I was, just getting used to being big and long and handsome again. Knickers! Exactly. Oh, ich hätte verschließen müssen. Ups. Ich habe einfach gedrückt. Sorry. Ich habe aufs Handy geguckt. Das ist durchaus möglich. Während des Kampfes mit Kloss haben sich wohl Evans künstliche Talente erweitert. Dadurch kann auch sich Remy für einen kurzen Augenblick in seine eigentliche Form verwandeln. Nur eine These. What? Wenn Evan also ein erfahrener König wird, kann ich wieder der Megadrache werden. Evan, mach hinne und mit dem königlichen Getue. Ich geb mein Bestes. Dass ihr euch Kolossus gestellt habt, war wirklich eine große Hilfe. Wenn ihr nicht gewesen wäre, die Chance in den Charakter sich erhöhter zu verhalten, gleich null gewesen. Puh, allein der Gedanke daran, dass Mechabaum zu Staub zerfällt. Anfangs habe ich den Apokalypse-Reaktor entwickelt, weil ich der Bevölkerung helfen wollte. Doch letztendlich verursachte er nichts als Leid. Ein schöner Direktor bin ich. Ich habe kein Recht, dieses Land anzuführen. Vector. Oh, Vector. Hm? Hey! Hey, hört mal! But I... Das ist... Don't deserve to run this... President Vector, I came here originally to ask you something. You see, I'm trying to bring peace to our world. Real, lasting peace. But I will need your help to do it. Can I count on your support? Oh, I'm sure we can come to some kind of an arrangement. We'd need a preferential trade agreement, of course. Do you guys have an official technology partner? Yay, ein Touchpunkt. Städte des Wissens registriert. Schließe mit Mechbauern Albanans Abkommen. Jawohl, machen wir. Ich wäre so dann soweit, wenn wir das tun. Dann sollten wir es schnell tun. Also, fangen wir an. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. Damit haben wir schon die vierte von fünf Nationen. So he's looking to bring back this horned one, and you're looking to stop him? Yes. And if we can join forces with the other kingdoms, we may just stand a chance. I see. And out of the big players, there's only Ding Dong Dell left now, huh? That could be difficult. Yes. But I can tell by your face, you're not gonna back down. Luckily, we'll be right behind you. You have my word as president of Broadleaf. Thank you so much. You'll be going with our new friends, Bracken? Yes, Mr. President. Just as you ordered. But is that really all right? Bracken's awfully important to your kingdom, isn't she?
Sure, and she'll be important to yours too. I could hardly send some second-tier engineer to help our new partners now, could I? You heard the man. I'll be on hand for all your mechanical and technological needs from now on. From hair clips to airships, I'm your gal. Luftschiff, das will ich hören. Das ist... Du hast Susie als neuen Freund gewonnen. So President Vector was free from the grip of his obsession. And Broadleaf became the next country to sign up to the Declaration of Interdependence. And not only that, but Evan found a new friend in Bracken Meadows, whose endless inventiveness was sure to help Evermore flourish as never before. Only one great nation now remained. Ding Dong Dell. Der Name im Englischen Ding Dong Dell. What the fuck? Was ist das für ein Name? So Lofty finally showed his true power. Der winzige Remy, ein riesiger Drache. Das wird ja immer interessanter. Du scheinst aber auch immer mehr die Rolle eines Disneys hineinzuwachsen. Yes, it was such a surprise. You never would have guessed from looking at him. And everything seems to be settling down in Broadleaf too. It does, yes. President Vector is back to his old self. I'm sure he'll put his people first from now on. And his friends will learn to trust him again soon enough. The bond between them is too strong for them to hold a grudge. I only hope that I can forge such firm friendships. I've a long way to go before people look up to me like they do Zip, though. I'm nothing like him. It takes all kinds of kings to make a world. I think you should just keep doing what you're doing. Perhaps you're right. Hey, Evan. Have you ever thought about what you'd do if someone really close to you betrayed you? What? Oh, I was just wondering. Forget I asked. Möchtest du speichern? Errungenschaft, Preis des Fortschritts. So, wir wollen natürlich speichern, jawohl. Sehr schön. Ja, fertig. Right. Hm. This is what you need, right? So, Roland also am Verräter oder was? So, you managed to acquire it. Not that I expected any less. You are nothing if not dependable. Yeah, that's me. We good to go then? Who's there? Crikey! Chapter 7. A traitor in our midst. Kapitel 7. Roland, der Verräter. Ich glaube, es ist nur geschauspielert. Ich glaube nicht, dass Roland wirklich ein Verräter ist. Du wolltest mich hier treffen? Was ist los? Sorry, Boss, aber ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe mitbekommen, wie Roland gestern Abend im Schloss mit einem verdächtigen Kerl in der Robe geredet hat. Er hat ihm irgendwelche Informationen und Sachen übergeben. Puh. Roland, bist du dir sicher, dass du nicht geträumt hast? Ei, Boss, es ist wahr, wie ich hier stehe. Als Roland mich bedeckt hat, dachte ich echt, er würde mich abmoxen. Hm, es fällt mir schwer, das zu glauben, so plötzlich. Aber wenn du es selbst gesehen hast, es hilft wohl nichts. Bitte geh der Sache da noch genauer nach. Ei. Alles klar, Boss. Die Wartung der Forschungslage
um die du mich gebeten hast, ist abgeschlossen. Damit sollst alles stabil laufen. Wow. Seitdem du bei uns bist, haben sich unsere Technologien sprungartig weiterentwickelt. Natürlich, ich bin doch eure Entwicklungsministerin. Wir sind hier wirklich verbunden. Aber es fehlt mir immer noch an Ideen, wie wir auch Katzenmuggel zur Unterzeichnung des Avadans-Abkommen bewegen. Ja, solange wir nichts im Land, solange wir nicht ins Land können, können wir auch kein Bündnis verhandeln. Wo die Welt doch ein Palmos möglicher Rückkehr drohen wird, sollten die Länder sich eigentlich zusammentun, stattdessen Streitigkeiten auszutragen. Forgive me. Es gibt etwas, worüber ich mit dir reden möchte. Und zwar gab es ein Land in letzter Zeit. Was ist das für ein Geräusch? Hey, you guys! Room for one more? How's it going? Na Leute, alles klar bei euch? Hey! Was suchst du denn hier, Vector? Die Aufbauarbeiten, Mensch, sind fast beendet. Und da wollte ich es so gut ich kann unter die Arme greifen. Und ich habe gute neues News für euch. Als Zeichen unserer neuen gekündigten Freundschaft wollte ich euch meinen Vector zur Verfügung stellen. What? Das Luftschiff? Blimey! Super, da passen viele Leute drauf und wir können auch ohne Wind überhin fliegen. Exactly! Absolut! Es besitzt einen hochmodernen Zerberus Zahnteam. Eine kleine Version meines Reaktors. Moment, das Luftschiff hatte doch. Dabei hatte ich die Visage nicht vergessen. Oh, flippin' heck! Ah, stimmt. Das ist nicht unbedingt ein Pluspunkt. Ich bin auch nicht so recht überzeugt. Hey. Wie? Ihr seid ganz schön unverschämt. Dabei ist das doch erst der Knüller. Ohne fände ich es auch irgendwie schöner. Really? Nicht doch. Doch? Listen. Das Teil ist nicht nur optisch ein Problem. Dieses Gesicht ist aerodynamisch gesehen eine Katastrophe. So etwas Überflüssiges werde ich als erstes abmontieren. Come on. Das wär's geklärt. Los, auf, geht auf zur Victory. Moment, denk doch nochmal drüber nach, ja? Ja? Deine Visage, die kommt ab, Vector. So, was ist mit dir, Roland hier, hä? Wow. Na gut. Dann machen wir aus der Folge einfach zwei Folgen. Was haltet ihr davon? Ja, wir wollen speichern. Zack. Zack. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Ciao, ciao. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from. I can
Some gates never get to open, cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me.